Ja, Heike, ich wollte dich noch um Gefallen bitten. Was kommt denn jetzt schon? Ja, also fällt mir auch nicht so ganz leicht. Ich meine, okay, du hast mir ja schon öfter mal aus der Patsche geholfen, aber diesmal ist es wirklich ziemlich ernst. Worum geht's denn? Ob du mir vielleicht 10.000 Euro leihen könntest, nur so jetzt. Ich gebe dir das nächsten Monat wieder, ganz bestimmt. Es, 10.000 ja, Euro? 10.000 Euro. Wofür brauchst du denn 10? Also, Naja. erstens, Robert, wieso hast du denn keine 10.000 Euro? Ah, ich habe meinen Job verloren. Na, verdammt, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ja, gut, jetzt ist es raus. Ich habe meinen Job verloren. Ja, okay. Aber ich habe mir halt schon. Ja, was heißt. Ich habe mir schon ein Auto bestellt. Und das muss ich jetzt bezahlen. Ich habe einen Vertrag und so und ich komme noch nicht raus. Tut mir leid, aber. Ja, und wie willst du mir die 10.000 dann zurückzahlen nächsten Du Monat? kennst mich doch, ich finde garantiert irgendwas. Ja, also Ja, ich wie bin ja nicht auf irgendwas? dem. Naja, ich bin ja einigermaßen qualifiziert, also. Ja, aber du findest doch jetzt, selbst wenn du einen neuen Job findest, kannst du mir doch nicht gleich nächsten Monat die 10.000 Euro zurückzahlen. Naja, ich werde wahrscheinlich Kredit aufnehmen. Ja, das geht schon, verlass dich auf mich. Du kriegst es bestimmt wieder. Und Ja, aber das hast du das letzte Mal auch gesagt und da muss ich dir 2 Jahre hinterherrennen, Robert. ja, das tut mir auch total leid, aber das kommt bestimmt nicht wieder vor, glaub mir. Na, ich, Diesmal, wieso soll ich ich dir das halte denn mein Wort, glauben? glaub mir. Ja, das hast du letzte Mal auch nicht gemacht. Wieso sollte das jetzt anders sein? Sag's mir. Naja, Familie, Schwester, Schwesterherz, komm, gib dir einen Ruck. Ist wirklich das letzte Mal, ich verspreche es, okay.